Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zum Ankündigungsvideo der dritten Season für die GPL zusammen mit dem Present. Hallo! Gut, ihr werdet heute in diesem Video ein wenig was bezüglich der dritten Season der GPL erfahren und ja, ich würde sagen, Present kann auch direkt anfangen. Ja, und zwar ist das jetzt die dritte Season der GPL, der German Pokémon League. Zwei Seasons haben wir jetzt schon hinter uns gebracht und nun ist es endlich soweit. In diesem Turnier, welches von uns beiden geleitet wird, sind insgesamt 28 Leute drin, und zwar 28 Poketuber, verteilt auf zwei Ligen, also 14 Teilnehmer pro Liga, die dann über 26 Spieltage gegeneinander in coolen Pokémon-Wi-Fi-Battles gegeneinander antreten. Und da gibt es natürlich dann eine Hin- und eine Rückrunde mit jeweils 13 Spieltagen. Das Ganze ist dementsprechend so ein bisschen an die deutsche Bundesliga angelehnt, auch was das Verteilungssystem der Punkte angeht. Und zwar gibt es 3 Punkte für einen Sieg, 1 Punkt für einen Unentschieden und natürlich 0 Punkte für eine Niederlage. Aber weitere Infos zu den einzelnen Regelungen und zu allem, was jetzt hier noch gesagt wird in diesem Video, gibt es in der Videobeschreibung und vor allem gibt es da ein Regelwerk, da könnt ihr euch einfach mal durchlesen und falls ihr dazu Fragen habt, einfach mal diese in den Kommentaren stellen. Kommen wir nun zum Zeitplan, was in den nächsten Wochen bezüglich der GPL auf euch zukommen wird. Und zwar wird die Auswahl der Pokémon in dieser GPL-Season auf den Draftpick basieren. Infos bezüglich des Draftpicks findet ihr unten noch mein Video in der Videobeschreibung. Der Draftpick wird gestreamt auf meinem Twitch-Kanal, den findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Und zwar wird am Samstag, den 23.01. um 12 Uhr der Draftstream für die Liga 2 stattfinden. Sonntags am 24.01. um 12 Uhr der Draftstream für die Liga 1 stattfinden. Montags am 25.01. bekommt ihr noch mein Info. Video, was genau die GPL ist, und am 31.01. um 12 Uhr, das ist ebenfalls ein Sonntag, startet auch schon der erste Spieltag der ersten Liga, und am Mittwoch, den 3.02. um 12 Uhr, startet der erste Spieltag der zweiten Liga. So, nachdem wir auf den Zeitplan eingegangen sind, geht es natürlich auch jetzt daran, euch die ganzen Teilnehmer vorzustellen. Und zwar haben wir ein großes neues Teilnehmerfeld. Wir haben natürlich auch einige Leute aus der alten Season mit am Start. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir mal mit den Erstligisten an. Und zwar ist der allererste, der sein Team vertritt, den kennt ihr auch noch alle aus Season 1 und Season 2, Daumkino LP mit seinem Team Mating Mamoswines. Als nächstes kommt Octopaul mit den Paddleburg Panchams. Dann haben wir noch Arten Gaming mit seinem Team Little Litleos. Sasuke TV tritt ebenfalls wieder mit den Surstars an. Der gute alte Timo tritt mit den Unbound Zoroarks an. Present kommt diese Season ebenfalls wieder mit Precani. Dann haben wir den guten alten Regi, der mit den Glorious Emperors am Start ist. Family Let's Play mit den Code Launchern. Gut, dann kommen wir zu den Aufsteigern und fangen an mit dem Erstplatzierten der Liga 2 aus der Season 2, und zwar den Persian Carpets, geleitet von Parsifani. Dann ebenfalls ein Aufsteiger, Pokebarzi mit den Krebu-Knackis. Dann haben wir die Tryhard Dragons mit dem Lucario-LP. Captain Cringe mit den Cringillas. Sowie Mindshoop mit seinem Team Triolotree. Und Raikani mit Possum. Gut, dann kommen wir mal zu Liga 2. Da sind einige neue Gesichter, wie bereits gesagt. Und mal schauen, wen ihr da vielleicht so erkennen werdet. Aber fangen wir mal mit einem alten Gesicht an, und zwar Case mit seinem Team Infernace. Light Gaming mit den Departed Fairies. Dann machen wir weiter mit dem Wolfsrudel von WolfX. Capcolord mit den Returning Lords. Sowie Doodles mit seinem Team Undead Scrafty. Gut, als nächstes stellen wir euch die neuen Teilnehmer vor. Und zwar ist das der Killua-San mit den Hunting Weavils. Dann haben wir Laos Entertainment mit seinem Team Entei Gaddon. Demifi mit den Dreaded Dittos. Shizumania mit den LGB Teenies. Dicehold Play mit den Shining Diancies. Sowie Brave Bird Games mit seinem Team Youngstars. Und Linux mit den Armenia Bishops. Dann haben wir noch Melevis mit den Shocking Shamans. Und kommen wir zum letzten Teilnehmer. Es ist ein besonderer Teilnehmer, denn er war letzte Season auch schon dabei, allerdings nicht in der zweiten Liga, sondern in der ersten Liga. Er hat lange überlegt, ob er diese Season dann doch noch mitmachen soll, nachdem er ausgetreten ist. Denn Never Use Shiro, also Shiro-san hieß er damals, wird diese Season wieder mit von der Partie sein, mit den Unique Magpies. Wie einige von euch wissen, war der Draft ja anfangs als Livestream geplant und ist es auch immer noch, nur als Video-Live-Präsentation, beziehungsweise wir haben das Ganze schon im Vorfeld aufgenommen und werden euch das Ganze live präsentieren, und dazu wird euch Present noch einiges erzählen, warum wir das Ganze gemacht haben.
Das ist zustande gekommen, um eine schönere Videopräsentation euch bieten zu können, denn sonst wäre die Visualisierung wahrscheinlich für euch nicht allzu gut gewesen und so ist es etwas leichter für uns gewesen, das hat uns etwas mehr Zeit gelassen und dementsprechend ist es jetzt so entstanden. Es ist natürlich vielleicht für manche etwas merkwürdig, aber es ist glaube ich auch teilweise besser, um mit euch interagieren zu können, denn im eigentlichen Stream hätten wir auch nicht wirklich mit dem Chat interagieren können und so werden wir alle im Chat dabei sein und können auch direkt mit euch schreiben. Was, denke ich mal, etwas besser auch für euch ist und für uns dementsprechend auch etwas entlastender. Dadurch, dass wir nicht auf allen Seiten den Chat hätten lesen müssen und dann uns auf unsere eigenen Teams hätten vorbereiten müssen, was natürlich auch im Draft etwas stressig sein kann. Zudem, was noch positiv ist, dass der Zeitraum zwischen dem eigentlichen Draft und dem Spieltag dann nicht so groß ist, denn für euch ist es jetzt nur eine Woche, für uns ist nämlich der Draft jetzt schon mittlerweile 2 Wochen her, denn wir müssen uns natürlich auf unsere Teams vorbereiten, manche züchten ja und müssen ihre Pokémon züchten und dementsprechend hat es uns etwas auch in dieser Hinsicht entlastet und wir hoffen einfach mal, ihr könnt das verstehen und wenn ihr noch ein paar Fragen dazu habt, könnt ihr natürlich auch etwas dazu in den Kommentaren schreiben und diese stellen. Gut, ich hoffe, ihr habt ein wenig was hierbei mitgenommen und freut euch genauso wie wir auf eine coole dritte Season. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare oder schaut in der Videobeschreibung nach. Dort findet ihr noch sehr, sehr viele weitere Informationen. Und ja, ich bedanke mich bei dir, Present, für diese Anmoderation zur dritten Season der GPL. Und ich hoffe einfach, dass ihr alle genauso gehypt seid wie wir. Okay, dann bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.